Willkommen bei der S-Bahn Zentralschweiz, Luzern nach Sursee. Übernehme die Kontrolle über den RABE 523 der SBB in der Zentralschweiz und lerne ETCS Level 0 und Level 1 auf dieser Normalspurstrecke kennen. Nimm deine Fahrgäste mit entlang am Ufer des schönen Sempacher Sees, vorbei am beeindruckenden Chateau Gutsch, der Rostzopfbrücke und park den Zug für die Nacht im Depot Luzern. Vergiss nicht auf dem Weg, Streckenkarten zu platzieren, Zeitungsstände nachzufüllen, kaputte Fahrräder zu reparieren und Poster aufzuhängen. Das ist die S-Bahn Zentralschweiz. Ja, und damit herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Spontan-Stream hier an diesem wunderbaren Freitagnachmittag zu Beginn ins Wochenende. Wir schauen uns für Train Sim World 2 das neueste Add-on von Rivet Games an, und zwar von Luzern nach Sursee. Das ist eine kleine Strecke mit 223 Kilometern, das ist wirklich nicht sehr lang, mit der RAB 523. Und das Ganze ist ein bisschen in meiner Heimat, zwar nicht direkt, ich bin ja aus Zürich, aber Luzern und die Strecke, die ist nicht weit weg, und den RAB 523 kenne ich doch sehr gut. Mit der pendle ich fast jeden Tag. Und ja, ich würde sagen, wir schauen uns das mal an. Wir gehen gleich rein. Ich habe ein Szenario ausgewählt, wo wir erstmal aus dem Depot in Luzern einfahren werden, als Leerzug nach Sursee fahren werden, dort dann wenden und als S1 wieder Richtung Luzern fahren werden. Sprich, wir sehen die Strecke in beiden Richtungen. Die Fahrt dauert ungefähr eine Stunde. Und ich würde sagen, das machen wir. Und ich gehe jetzt mal rein ins Spiel. Und da sind wir auch schon. Das ist das Depot. Da hinten ist Luzern. Und das ist unser Zug. Den sollen wir erstmal parat machen. Wenn er mich denn lässt. So, jetzt, ja. Ich bin schon länger nicht mehr in Luzern gewesen, also ich kann jetzt nicht sagen, wie authentisch das Depot ist. Zumindest der Hauptbahnhof ist relativ authentisch, den habe ich mir schon angeschaut. Und wir gehen jetzt erstmal hier rein. Also die Türen klingen eigentlich in echt ein bisschen anders. Okay, gehen wir mal rein in unseren Führerstand. Können wir eigentlich gerade offen lassen, weil wir müssen dann eh in die andere Richtung. Und dann werden wir mal aufrüsten. Also Stromabnehmer nach oben. Generalschlüssel rein. Richtungswender. Bremsen lösen. Und die Türen machen wir zu. Natürlich hier Steuersystem wieder ein. Und ich denke, wir werden jetzt hier noch auf Leerzug stellen. Bzw. geschlossen. Das ist der Code 201. Ist das jetzt auch richtig? Ja. Spitzensignale sind automatisch hier. Und ich würde sagen, wir fahren gerade mal los. Tempomat ist schon voreingestellt. Ja, und da wären wir dann auch schon beim Fahrgeräusch. Ich finde das nicht wirklich authentisch. Das wurde auch schon im Forum reingeschrieben, dass man am Sound definitiv noch ein bisschen arbeiten sollte. Mit dazu kommt auch noch das Schienenquietschen. Wir werden es dann ein bisschen vermehrt hören. Ich finde es ein bisschen zu extrem teilweise, dass es nicht passt. Da, das... Na, also... Es ist nicht sauber gemacht. Gehen wir da rein. Das Modell an sich ist aber sehr hübsch und auch gut detailliert. Es gibt auch schon die allerersten Reprints für die RAB 523. So, dale. Das ist der Hauptbahnhof. Da hinten hat es noch die Schmalspurbahn. Aber da sieht man natürlich keine Züge, da ist entsprechend kein Rollmaterial da. Aber ich muss sagen, den Hauptbahnhof haben es eigentlich ganz gut getroffen. Man kann nur nicht sehr viel machen im Bahnhof. Also man kann vorne nicht nach unten gehen, da hat es eine unsichtbare Wand. Da würde man zu den Schiffen gehen, da vorne ist der Busbahnhof. Bitte. Dann gehen wir mal hier mal auf volle Leistung.
Ich tue mal wieder mal in die Nullstellung. Und die Parkbremse einmal rein. Das war's. Achso. Den Schlüssel brauchen wir natürlich noch. Und dann raus hier. Gehe ich draußen? Ja. Also eben, mal ganz kurz, bevor es zu spät wird. Hier kann ich nicht weiterlaufen. Da ist die Grenze. Da war jetzt eben der Busbahnhof. Da hinten werden die Schiffe. Ist mega schön im Sommer. Darf ich noch nicht vergessen, dass wir hier die Türen wieder zumachen. Aber eben rein vom Detailreichtum. Gehen wir mal hier wieder rein. Ist der Wagen mit der Toilette hier. Ist wirklich schön gemacht. Das Einzige, das mit den Stangen hier drin, hat es bei der Variante, was zumindest in Zürich rumfahrt, nicht. Diese Stangen. Kann schon sein, dass es hier in der Region eine leicht andere Art ist, dass sie wirklich Stangen hat. Ich kann es jetzt nicht sagen. Ist schon zu lang her. Luzern geschlossen. Da müssen wir dann später mal reinschauen, ob die Anzeige sich anpasst, wenn wir dann in Susi nach Luzern fahren. Gut. Ich weiß gar nicht, auf der anderen Seite die Tür zugemacht habe. Man kann von dem auch die Sitzhöhe ändern. Ist mir zumindest beim Testen aufgefallen. So, da. Türen zu. Und dann werden wir noch das ETCS-System einschalten. Der klickt mal auf die 8. Stufe 1 ein. Stufe 2 ein. Also Stufe 0, Stufe 1. Und bestätigen. Dann wäre das jetzt an und wir können abfahren. Jetzt dann erstmal nonstop nach Susi und dann als S1 zurück. Was steht hier? Bitte nicht einsteigen. Schön. Fahrzeugtechnisch ist jetzt am Anfang recht wenig los. Auch im Depot steht hier leider nichts. Gehen wir mal kurz raus. Eben, da wird auch die Schmalspurbahn. Geht hier so entlang. Schade, dass hier nicht steht. Und natürlich unser Triebwagen. Ein bisschen laut. Gehen wir da rein. Viel zu laut. Darkstyle, moin Jin. Alles klar. Ich denke mal, bis Susi werden wir signaltechnisch kein Problem kriegen. Ach ja, und im Tunnel ist es schön dunkel. Die Lichter bringen hier irgendwie gar nichts. Nur so als Nebenrandanmerkung. Soweit alles klar. Dachte, ich komme mal kurz online und zeige mal das neue Add-on. Und dann gehe ich auch schon wieder. Wenn am Abend nochmal streamen. Aber doch, das wird es eh aufnehmen für YouTube. Also kann ich es auch gerade live machen. Das leidige Beleuchtungsproblem. Machen wir hier drin mal die Beleuchtung an. Dann sind wir hier schon mal ein bisschen mehr. Hier rechts bei der Abzweig, wo du dann zum Verkehrshaus Luzern kommen würdest mit der S-Bahn. Super geiles Museum. Tolle Eisenbahnausstellung. Kann ich nur jedem empfehlen, wenn ihr in Luzern mal seid, geht's da mal hin. Ich hoffe, die
das ETCS-System funktioniert genauso wie es soll. Im Forum stand schon, dass der ein oder andere die Probleme hatte, dass die Bremskurve nicht richtig berechnet wird. Also gerade direkt runterspringt. Was ein bisschen uncool ist. Ich bin mir gar nicht sicher, wo es dahin geht. So. Ja, viel besser. Ist nicht ganz so laut hier hinten. Können wir uns mal die Umgebung ein bisschen angucken. Das ist neu. Oder es ist mir nie aufgefallen. War so selten mit dem Auto nach Luzern. Ist einfach mit dem Zug viel schneller. Also das mit dem Sound ist halt schon mehr, ne? Lauter, leiser. Je nach Stellung. Ich hoffe, da kommt doch mal ein Patch für den Sound. Oder Community Hack. Der passt so gar nicht. Also geht schon in die richtige Richtung, aber nee, kommt nicht ans Echte ran. Eine kleine Abstellgrube. Und Darkstyle, was sind deine Pläne fürs Wochenende? Dann gleich mal Schmackes geben hier. Ich teste das jetzt einfach mal, um zu schauen, ob ich aufstehen kann oder ob der Zug dann eine Notbremse macht. Ja. Wir fahren doch. Ich mache jetzt mal ganz kurz was Riskantes. Ich will mal ganz kurz was anschauen. Ah, ist nach wie vor verzerrt. Okay. Cool. Der ist nicht schief gegangen. Fast schon ein Wunder bei mir. Was kann man denn hier sonst noch so machen? Sonnenblenden. Auf, runter. Okay. Haben wir für vorne? Vorne haben wir auch noch eine. Geht fast ganz runter. Hier genau das gleiche. Fenster können wir mal aufmachen. Naja. Finde ich den Sound von der Class 47 ein bisschen geiler. Seitenspiegelpedal. War gar nicht klar, dass die da einen Taster da unten haben. Das ist eigentlich schon noch Handy. Mal kurz draufdrücken und schon hast du die Spiegel draußen. Ja, ansonsten Zugzielanzeige, GSMA, Bremse, Türsteuerung. Sanden hast hier, Scheibenwischer, Richtungswender, Pantograph, V-Soll, Leistungsregler, Integra, Parkbremse, Spitzensignale, Entkupplungsbuttons und halt die Anzeige, wenn wir es kennen. Wobei, da gehen hier nur die letzten und der Enter-Button. Man kann den Kontrast umstellen. Cool. Helligkeit plus. Wer es braucht. Ansonsten general ein aus. That was. Ja, keine Einstellung. Hier irgendwo ist noch die Notbremse. Das ist da unten, genau. Ja, und mehr haben wir hier nicht. Sehr überschaubar.
eine Notbremse bis jetzt. Neues. Nice. Für das, dass ich gerade nicht so wirklich aufpasse. Wir haben noch grün. Nur kurz was testen. Ne, ich will dahin sitzen. Wird auch noch gehen? Okay. Das hat die Position da. Ah, wie viel haben wir denn noch? 14 Kilometer. 7.51 Uhr. Oh, da hätten sie aber schon ein bisschen was machen können. Gut, für das, was es kostet, glaube ich, ist es okay. Detailreichung, da haben wir schon Schlimmeres gesehen. Entwertung hier. Ich könnte echt mal wieder nach Luzern fahren. Also rein schon mit dem Verkehrshaus. Die immer wieder dabei, die Ausstellungen zu ändern. Immer wieder interessant. Könnte man sogar kombinieren, ein bisschen Verkehrshaus angucken, dann mit der Schifffahrt fahren, dann mit der Rigibahn. Da gibt es ja jetzt die neuen Triebwagen. Was ein bisschen schade ist, weil sie jetzt die alten ausrangiert haben. Bis auf einen, der noch historisch erhalten bleiben wird. Aber ja, muss man mit der Zeit gehen, irgendwo. Dann wieder retour. Und das Wochenende möchte ich dann nochmal ein bisschen Railroad wieder spielen. Am 28. also nächsten Montag kommt das Rush Hour Update raus. Auf das bin ich noch ein bisschen gespannt. Das könnte es, also rein von der Spielweise ist dann ganz anders, als wie man es jetzt kennt. Herzüge sind jetzt nicht ganz das Spannendste, wenn man einfach nur so mit seinem Automaten rumfährt. Aber das ändert sich gleich. Oh mein Gott, der erste Kollege. Moin Sinn. Irgendwann haben wir mal in Train Sim World 2 richtig schöne lange Strecken. Das würde ich mir so sehr wünschen. Das ist irgendwie alles viel zu kurz. Also gerade ein bisschen so Hochgeschwindigkeitsstrecken. Ich meine, klar, wir haben eine, aber das ist halt gar nichts. Da fährst du halt für 5 Minuten 200 mit dem ICE und dann kannst du schon wieder bremsen. Ah, da ist er ja. Der See. Oh, hier hat es eine unsichtbare Wand. Ich komme nicht weiter auf die Seite. Jetzt werden wir dann später nochmal runterregeln. Ah, wir können nochmal zum mehr Schmackes fahren. 160 ist, glaube ich, eh das höchste da hier. Ja, genau. Strecke wäre auch mal wieder was zu fahren. Da wäre der Reiz wunderschön. Kann man schön die Fotos machen. Wir können das Licht hier mal wieder ausmachen. Für
5,4 Kilometer bei der Testfahrt bin ich gerade mal drüber hinausgeschossen, weil ich nicht aufgepasst habe. Ja. Aber vielleicht wird das mal eine perfekte Fahrt hier. Generell, so führerstandstechnisch ist wenig los hier drin. So, lassen wir mal rollen. Kommt die 140 auf uns zu. Da bin ich jetzt gespannt, ob ETCS mit der Anzeige dann nach unten geht. Ist eigentlich viel zu früh, was ich jetzt hier mache. In 2,7 Kilometer. Naja, andererseits könnte ich mal langsam einbremsen. Das wollte ich gar nicht. 1,50. Das könnte noch knapp werden. Ah, da hat es sich gemeldet. Geht jetzt auch runter? Nee, noch nicht. Jetzt geht's runter. Dödele. Also auf Level 0, so wie es im Tutorial erklärt wird, beim ETCS werden nur die Signale überwacht. Und bei Stufe 1 eben auch die Geschwindigkeit. Sonst muss aber trotzdem. Man sieht jetzt gerade, wie er mit der Bremskurve runtergeht. Aber stark bremsen hier. Ich werde jetzt noch viel weiter reingefahren. Achso, na gut, da ist Signal. So viel zum Reinfahren. Ist mir jetzt gar nicht aufgefallen, dass es da oben ist. Ah, ja gut, dann könntest du hier natürlich ankuppeln, ne? Wenn hier schon einer steht. Cool. Dann bremse rein. Ciao, Kollege. Dich auf 0. Auch 0. Einmal aus. Parkbremse rein. Mal was vergessen? Nö. Glaub nicht. Also. Gehen wir auf die andere Seite. Erste Klasse hier. Oh, wir müssen hier die Beleuchtung noch anmachen. Weil ich so gerade sehe. Dann wollen wir mal schauen, ob die Anzeige sich ändert. Wenn wir jetzt hier die entsprechende Linie eingeben. Okay, das erste Mal machen wir Türfreigabe rechts. Parkbremse raus. Beleuchtung ist an. Und dann glaube ich, ist es hier 2.11. Ja, S1 Luzern. Cool. Ist das jetzt da draußen auch richtig? S1 Luzern. Nice. Ich fahre mit der S12. Und die fährt ganz woanders. Was haben wir jetzt hier? Susee, Luzern. Aber die Halte werden nicht angezeigt. Die werden eigentlich hier angezeigt. Ja, sogar die Uhr funktioniert. Cool.
beim Bahnhof noch kontrollieren, ob die Bahnhofsuhren stilecht funktionieren. Sprich, dass sie dann, wenn es auf Null ist, kurz stehen bleibt. Türen schließen. Gut. Oh, wir dürfen fahren. Ah, shit. Jetzt habe ich ETCS vergessen. Wenn wir beim nächsten Halt gerade anmachen. Jetzt fahren wir dem einen Kollegen natürlich hinterher. Kann man eigentlich nur hoffen, dass der jetzt nicht an jeder Station hält, so wie wir. Oder war jetzt hinter uns noch einer? Hat eigentlich nicht so ausgesehen. Aber gut, wenn wir jetzt hier halten, bremsen sie nicht authentisch. Kann ich es ja jetzt anmachen. Wunderbar, ist an. Und wir dürfen fahren. 100. Können wir gerade schon mal V-Soll auf 100 stellen. Hast du schon... Ja, bist du... Ist beides eigentlich V-Soll? Ja, ist beides V-Soll in der Anzeige. Maximum Schmackes. 1,2 Kilometer anhalten. 1,4 das Signal. Okay. Ah, hier macht er einen Wechsel. Ich wollte gerade schon sagen, wir sind auf der falschen Seite. Sind jetzt schon 2 Minuten zu spät? Langsam bin ich jetzt noch gar nicht gefahren. Okay, aber bremsen kann ich definitiv später. Wie gesagt, das ist erst meine zweite Fahrt. Das ist meine allererste Fahrt, wo ich hier auch wirklich anhalte. Und? Oh, hier steht sogar richtig. Nice. Okay. Schaut's aus mit den Leuten. Steigen die ein. Meinen sie? Hä? Verschwinden einfach? Aber da hinten sitzt einer. Ach, da bist du. Verschwindest du? Okay. Lass mal hier offen. Ich will das mal sehen. Komm, das zumachen. Der Gelb. Okay, also dann fahren wir dem halt wirklich hinterher. Bitte mit V sollen jetzt ein bisschen nach oben gehen.
auch wenn, ja, ETCS geht schon nach unten. Oder davor noch ein rotes Signal haben. Wenn wir nicht drunter bleiben, dann kriegen wir halt eine schöne Zwangsbremsung. ETCS wird übrigens nur bei diesen gelben Balken geupdatet. Das ist jetzt nicht so, dass es live ist. Wird sie dann stärker bremsen? Also gleich sehen, wie das springen wird, sobald wir hier das Update haben. Noch speziell, ich frage mich, ob man da jetzt ein Override. Ja, ich bremse ja schon. Eben, er geht nämlich jetzt davon aus, dass das Signal hier rot wäre. Ja. Und jetzt ist wieder gesprungen. Fragwürdig, ob das in echt so funktionieren würde. Warum jetzt nur 40? Ja, ich bremse ja schon. Ich bin kein großer Fan davon. Moinsen! Sind leicht verspätet. Entschuldigung, Pendler. Gibt es jetzt im Zug schon eine Durchsage deswegen? Einfach nochmal zu Interesse schauen, ob es stilecht bei der Anzeige steht, dass wir verspätet sind. Wo ist die nächste? Ah, ist jetzt ein bisschen arg weit weg. Mal sehen. Okay, schauen wir beim nächsten Bahnhof. Hier wieder gelb. Wo ich mein Glück kenne, werde das jetzt bis Luzern so sein. Grün! Nice! Das heißt, ich gebe gleich mein Update hier. Yes! Maximum Warp. Eine eigene Audioeinstellung nur für draußen. Das wäre ein Hammer. Jetzt bin ich gerade bei 30-40% genau, ich mach's langsamer. Leiser machen. Ich muss euch erzählen, was ich heute gemacht habe. Ich habe mir heute endlich für meinen Soda-Stream eine 7,5 Kilo CO2-Flasche geholt, damit ich die Dinger selber befüllen kann. Aber das ist nicht ganz so gelaufen, wie ich mir das vorgestellt habe.
Ich habe gedacht, ja, 7,5 Kilo, ja klar, aber wird halt nicht so das Schwerste sein. Wir haben 125 hier runter. Ja, ah, scheiße, jetzt gehen wir sicher in die Notbremse. Ja, wir haben die Notbremse. Yeah, die erste. Ja, jedenfalls hat es erstmal eine Ewigkeit gebraucht, bis ich überhaupt meinen Laden gefunden habe, der das überhaupt verkauft. Das ist gar nicht mehr so einfach. Die normalen Gasflaschen für den Grill und so, die kriegst du fast überall. Ah, da kann man das Signal mal begutachten. Ah, Signal, Übergang hier. Hier einmal Maximum Bremse, volle Leistung. Na komm. Volle Leistung wieder retour. Hier. Ach, wie ging das jetzt nochmal? Einmal so. Ja, jedenfalls bin ich nach der Arbeit ein bisschen unterwegs gewesen. Hab da bis nach Rümlang fahren müssen. Mit Carbagas, die haben halt diese CO2-Flaschen. Und bin dahin mit meinem E-Roller. Und fahr da so rein und hab da das Lager gehabt, meine ganzen Flaschen in unterschiedlichen Größen und Gebinden und hab mich tot. Und lauf dann so in den Empfang rein und er schaut mich so ein bisschen verdutzt an und fragt mich, was ich so haben möchte, und sage ich, ja, ich brauche eine CO2-Flasche, eigentlich so eine 10-Kilo-Flasche. Und er so, ja, okay, und mit was bist denn da? Sage ich so, ja, mit meinem Roller. Also bist du da sicher, dass du da eine 10-Kilo CO2-Flasche haben willst? So, ja, sure. Und da sagt er, ich glaube, ich zeig's dir erstmal lieber, wie groß die 10 Kilo CO2-Flasche ist, und dann überlegst du das nochmal und geh mit ihm hinten so ins Lager rein und dann zeigt er mir diese 10 Kilo CO2-Flasche und dann ist es so ein riesen Monstrum, ja, du bist ungefähr gleich hoch wie ich und das konnte ich jetzt unmöglich einfach so zu Fuß bzw. mit dem Roller mitnehmen. Und dann sage ich so, ja, okay, vielleicht doch ein bisschen groß, ich dachte, das wäre ein bisschen kleiner, ja, aber es ist ein bisschen kleiner halt. Ja, das sagt er, ja, 7,5 Kilo hätte er auch noch. Ist nur halb so groß. Und ja, die habe ich mal dann angeschaut und die habe ich dann mitgenommen, die ging dann. Aber die wiegt natürlich. Nice, er zeigt die Verspätung an, oder? Nur kurz an. Die wiegt dann effektiv aber 18 Kilo. Und habe die jetzt auf den Roller dann raufgestellt. Und bin mit dem dann halt zugefahren. So, jetzt muss ich mal kurz die Zielanzeige hier mal angucken. Steht da jetzt echt die Verspätung dran? Ja, cool! Da steht die Verspätung mit dran. Oh, cool! Das ist ein richtig stilecht. Ah, das freut mich jetzt. Cool. Ja, und dann habe ich die Flaschen also zurückgerollt und bin auch ein Stück dann mit der S-Bahn gefahren. Und bei der S-Bahn bin ich ein bisschen nervös gewesen, weil ich gar nicht wusste, ob man so eine CO2-Flasche mit dem Zug einfach befördern darf. Andererseits, ich habe mir gedacht, wenn jetzt da die SBB-Police daherkommt, hätte ich gesagt, ja, ist halt nur CO2, das ist nichts Gefährliches. Ja gut, außer du lässt das halt lang ausströmen, bis in einen geschlossenen Raum, dann kannst du vielleicht dran ersticken. Aber ja, es ist halt nichts Brennbares oder so. Also mit einer Gasflasche für den Grill hätte das jetzt vielleicht nicht gemacht. Ja, das war ein interessantes Erlebnis. Er steht ja draußen bei mir auf dem Balkon und wartet auf einen Einsatz. Und jetzt muss man genug Sprudelwasser machen, bis die jetzige Flasche leer ist. Also die normale Soda-Stream-Flasche. Damit ich es dann mal befüllen kann. Ausgerechnet habe ich so eine 7,5 Kilo CO2-Flasche. Reicht für ungefähr 1300 Liter Wasser. Das sind ungefähr so 22, 23 Soda-Stream-Flaschen, die ich da jetzt befüllen kann. Ist vielleicht ein ganz klein wenig wahnsinnig, was ich da gemacht habe. Aber das wollte ich schon die ganze Zeit machen.
ja, das war halt soweit mein Tag. Dann habe ich mal hier das Add-on vorbereitet und jetzt streame ich mit für euch. Geht dann am Abend weiter. Aber ah, den nächsten Kollegen. Mein Sehen. Wie ich am Anfang schon erwähnt habe, beim Creators Club gibt es auch schon erste Reskins und schon ein Szenario. Das ist ein gutes Szenario. Wo man dann aber wiederum andere Reskins braucht. Das werde ich mir mal angucken. Würde mich noch reizen. Gelbes Signal, das heißt dann wieder, dass wir wieder bremsen müssen. Findet ja das ETCS-System wieder nicht so cool. Weiß es ja. Ja, und da ist die Beschwerde. Wir rollen jetzt mal hier so schön weiter. Wir bremsen vielleicht einmal. Ja, ich bremse ja schon, Hast du mir jetzt schon wieder die Notbremse reingehaut? Bitte nicht. So ein bissiges System aber auch. Es kann aber nicht sein, dass ich da so jetzt hier so stark abbremsen muss. Das ist ein ganz koscher. Nee, oder? Ach, jetzt springt es wieder nach oben. Stimmt doch was nicht. Ich werde dann später mal in die Known Bugs mal reingucken, aber das halte ich für sehr merkwürdig, was hier passiert. Okay. Sind auf alle Fälle mal da. Schauen wir uns mal um hier. Ich glaube, das soll es hier nicht so sein. Und ich kann hier nicht rein. Hat es wieder so eine Magic Wand hier. Ich weiß nicht, was das ist. Ah, freie Kamera mit 8. Ah, mit 8 komme ich rein. Okay. Ja, ist aber nicht sehr spannend, was wir hier so sehen. Könnte man noch für ein Szenario irgendwas machen hier? Ein bisschen belegen. Türen verriegeln. Mach mal beide verriegeln. Wo geht's denn eigentlich? Haha. Rottenböisch. Kann man wieder düsen. Guck doof, Gleis 1. Komm. Mach ein Update, mach ein Update. Oder jetzt kein Update gemacht. Jetzt hat er das Update gemacht. Aber bei 27 haben wir wieder gelb.
könnt zumindest mal auf ETCS 0 wechseln. Und dann geht es halt nur auf die Signale. Und da ist die Beschwerde wieder. Der geht viel später runter von der ersten erlaubten Geschwindigkeit. Im Tutorial stand auch noch, es gibt ein erweitertes Handbuch zum ETCS, aber da war ich schon gerade dezent zu doof, das zu finden. Komm nach! Sorry für die Verspätung. ETCS ist doof. Ah, da ist die alte Tafel für 4. Endlich einmal. Was jetzt noch nice wäre, wären natürlich die Pendlerzüge der ersten Generation, die in Zürich noch rumdüsen. Ah, da war jetzt gerade das... Wie heißen die denn jetzt nochmal? Von der SLM. Für den TS 2022 ist es rauskommen von Trainworks. Aber auch mit einem beschissenen Sound. Mir fällt es jetzt gerade nicht ein. Die könnte ich mir noch hier gut vorstellen. Wenn die sogar auch hier teilweise fahren. Jetzt muss ich mal ganz kurz nachschauen. S-Bahn Zürich. Züge. S-Bahn. Doppelstock-Pendlerzug der SBB. DPZ. Wie heißt denn das? S-Bahn Zürich, es können sogar schon wieder vergrößert werden. Bauart wissen. Ich weiß, ich tue mal ganz kurz weiter düsen. Und werde nebenbei mal ein bisschen googeln. Das ist bestimmt eine super Idee, dass ich das so parallel mache. Ach, eine RE450, jetzt habe ich es gefunden. Danke Wikipedia. Ja, und dann haben wir noch die RABE 514 bei uns im S-Bahn-Verkehr und halt RABE 511, also die Variante, die wir jetzt hier fahren. So, dann sind wir schon wieder kurz vor Luzern. Keine Ahnung, was dahin geht. Ah shit, jetzt muss ich wieder aufpassen. Oh, das rote Signal ist ja gerade bei unserem Stopp, wenn ich das, oder kurz danach. Mehr Verkehr wäre noch schön. Dürfte auch um die Uhrzeit schon ein bisschen mehr los sein, als mit das, was wir jetzt hier sehen. Aber so wie die Signale sind, ist die Verspätung ja eh hinfällig.
ja sowieso hätten warten müssen. Also jetzt gar nicht die Theorie gehabt, dass die per se rot ist und wir hier halten müssen. Und erst dann umschalten, aber das macht keinen Sinn, weil ich habe es bei Stadelhofen und Steppbach, wo ich immer einsteige, auch schon beobachtet. Was heißt beobachtet? Na, ich weiß es. Dass die Signale schon auf gelb bzw. grün umschalten, noch bevor der Zug da ist. Also die Theorie macht keinen Sinn. Vielleicht szenariobedingt, um mich zu nerven. Ja, siehst, jetzt schaltet es um. Interesting. Emmenbrücke, Gleis 2 und dann glaube ich, kommt dann Luzern, oder? Wow. Schon wieder Bremsen angesagt. Echt hart nervig. Oh, ich sehe da gerade was. Muss mal kurz aussteigen. Ist das so ein Ding? Yeah! Nice! Cool. Wenn es gerade schon da steht, ne? So, EDCS, du nervst. Level 1 aus, Level 0 machen wir aber an. Kommen wir mal kurz zu. Abfahrt. Jetzt dürfte die Geschwindigkeit nicht mehr monitoren. Luzern, Gleis 5. Dann haben wir es geschafft. Finally. Fast perfekte Fahrt. Eine Notbremsung bis jetzt. Und eine Verspätung. Von 1-2 Minuten. So eine schöne Stadt in echt. Also vor allem gerade vom Bahnhof aus, ein bisschen gleich in der Altstadt. Hammer schön. Also wenn ihr in der Schweiz seid, schaut mal beim Vierwaldstätter See vorbei und Luzern. Dann kommen dann gleich mal 60. Ich hab mich gerade gefragt, wofür 60 jetzt eigentlich die Ankündigung gewesen ist.
So, für den Wechsel hier. 40 Einfahrt nach Luzern, okay. Wie wir sehen, sehen wir gar nichts. Fände es auch mal interessant, mit so einem Zug im Tunnel stehen zu bleiben und auszusteigen. Einfach nur zu gucken, ob sich die Lichtverhältnisse irgendwie ändern würden. Ich weiß, das macht keinen Sinn, aber ich würde es trotzdem gerne mal ausprobieren. Da drin. Jetzt kommt hier dann gleich mal 40. Also ist eine Strecke, die jetzt, glaube ich, nicht allzu oft fahren würde. Und zwar einfach, weil sie so kurz ist. Ist halt nicht wirklich spannend. So ab und zu mal fahren, vielleicht mal mit einem anderen Rollmaterial. Gibt spannendere Strecken im Trainsim World. Wenn sie dann ein bisschen die anderen Strecken dran klatschen würden, wie zum Beispiel auch die Schmalspurstrecke da oder Richtung Verkehrshaus, da könnte man so schöne Specials machen. Das wäre noch nice. Wow, über 5 Minuten Verspätung. Das ist meine Ansage bei der SBB. Unser Kollege auch noch irgendwo dasteht, der da weggefahren ist am Anfang. Ach ja, da steht er ja. Moin, Kollege. Ganz da hinten? Okay. So ein cooles Detail mit der Verspätung. Das freut mich echt, dass sie das reingebracht haben. So, das war's. Dann einmal hier mal Zugbremse anziehen. Ja, wieder auf neutral. Dich auf 0. Hup. Parken. Und dann hätten wir das. Wir machen hier wieder auf 201. Ende. Geschlossen. Cool. Ich glaube, das war's. Sonst müssen wir jetzt hier nichts mehr machen. Parkbremse. Doch, habe ich angemacht. Coole Sache. Und moin, Luis. Du hast mich gerade am Ende erwischt. Luzern Hauptbahnhof. Weiter geht's nicht mehr. War eine coole Fahrt. Mal schauen, was weitergeht. Macht er das jetzt mit bitte nicht einsteigen, weil ich das geändert habe? Nee, oder? 5 Minuten Verspätung. Ah, shit. Soll ja noch verriegeln. Dann tun wir das mal. Als Abschluss. Und den war's nicht. Oder? Oder geht's nochmal ins Depot? Aber wir sind schon fahren. Lassen Sie uns sehen, wie Sie abgeschnitten haben. Ja, nicht so gut. Ich habe eine Verspätung. Aber dafür nicht wirklich zu schnell gefahren. Aber da sieht man richtig gut, wie man mit Tempomat gefahren ist.
Ja, gut. Das war das halt on. Luzern, Sursee ist halt recht kurz. Man sieht es jetzt hin und retour. 51 Kilometer. Schön gemacht. ETCS Level 1. Bin mir nicht sicher, ob das so funktionieren soll, wie es tut. Bremsmanöver waren meh. Und das mit den Signalen, das muss ich mal so nochmal testen, dass das jetzt da Dauerrot war. Bis zu dem Punkt, dass wir die Türen wieder zugemacht haben, das glaube ich war nicht richtig. Ja. Wie viel ich für die Strecke ausgegeben habe, weiß ich gerade nicht auswendig. Moment, ich schalte mal schnell auf Steam nach. 25 Franken. Es geht. Also 20 Franken hätte ich noch ein bisschen besser gefunden und ich sehe auch gerade, die Steam-Reviews sind ausgeglichen. Erster Eindruck, Performance ist okay, Soundkulisse ist halt nicht okay. Sitzposition wirkt zu hoch, schreiben Leute, viel zu kurz für diesen Preis. Oh, und dann sehe ich noch, pre-debugged, also ja, negativ, Strecke zu Kurs, Sound ist gefühlmäßiger Standard von DTG. ETCS haut einem bei 160 plötzlich eine Beeinflussung auf 40 km rein, hat ein paar Leute. Auch bei den Geschwindigkeiten gibt es einfach mal so Geschwindigkeitswechsel ohne Ankündigung. FIS teilweise Fehler. Fenster im Führerstand gefühlsmäßig eine Fläche von 200 Quadratkilometer, aber man kann nicht hinausgucken. Oh ja, ein bisschen gemischt mit den Gefühlen. Oh ja, Sand finde ich auch scheiße. Da hätten sie ein bisschen mehr machen können. Jo, soweit erstmal der erste Eindruck. Patch hat es noch keinen. Vielleicht kommt noch. Und dann würde ich sagen, bin ich erstmal für heute weg. Und bin am Abend wieder da und dann mal schauen, was ich spielen werde. Also, bis denn dann. Ciao hier auf dem Kanal.